So, neue Einsportanlage fertig, Konstruktionsänderung zur Erstellung einer Photovoltaikanlage und zur Erlangung des Energieleiters. Zusatzkredit. Es liegen vor Bericht und Antrag des Stadtrates, der BGK und der BGK. Gibt es Worte zum Eintreten? Das ist nicht der Fall und ist eintreten schriftlich geschlossen. Dann kommen wir zur Detailberatung. Vorab herzlichen Dank, dass wir das noch beraten können. Geschätzte Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren Gemeinderäte, in meinem Eintretensvotum werde ich folgende Themen ansprechen. Erstens, die erforderliche Konstruktionsänderung zur Aufnahme einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der neuen Eissportanlage Hertie. Zweitens, die Vertragsvereinbarungen mit der WWZ Energie AG. Und drittens, die erforderliche Anpassung für die Zertifizierung der Eissportanlage Hertie nach dem Energiestandard. Zum Punkt 1. Es soll eine Photovoltaikanlage erstellt werden, ohne dabei den Gesamtcharakter der Dachkonstruktion zu verändern. Die eigentliche Photovoltaikanlage soll durch die WWZ finanziert und betrieben werden. Für den Bau dieser Anlage muss zum Teil die Dachkonstruktion verstärkt werden. Als Unterlage für den Aufbau der Photovoltaikanlage auf dem Hallendach ist ein Metalldach die Voraussetzung. Dabei geht es um die mechanische Befestigung mittels eines Klemmsystems und, was noch ausschlaggebender ist, ein Metalldach weist eine vielfach größere Langlebigkeit auf als jede andere Dachkonstruktion. Ein Schadenfall irgendwo im Dachbereich der Photovoltaikanlage könnte bei jeder anderen Art von Dachkonstruktion enorme Instandsetzungskosten hervorrufen. Bei einer Metalldachkonstruktion kann man von einer Lebenserwartung von weit mehr als 60 bis 80 Jahren ausgehen. Betrachtet man die Sporthalle im Zug, die knapp 10 Jahre in Betrieb ist, laufen dort schon heute enorme Unterhaltskosten im Flachdachbereich an. Metalldeckungen sind für Dächer besonderer Bauwerke schon in früheren Zeiten verwendet worden. So zum Beispiel für die vergoldeten Kuppeln der russisch-orthodoxen oder auch den jetzigen Kirchen. Auch besondere Bauwerke aus der heutigen Epoche, wie zum Beispiel das KKL in Luzern, haben ein Metalldach. Genau aus den genannten Gründen. Ja, nicht vergessen die Brosche. Dem Nachteil der großen Wärmeleitfläche steht der Vorteil gegenüber, dass Schnee auf diesem Untergrund leicht rutscht und es zu keiner Überbelastung der Dachkonstruktion kommt. Diesem Sicherheitsaspekt muss gerade in der heutigen Zeit, wo die Wettersituation immer häufiger aus dem Rahmen fällt, Rechnung getragen werden. Trotz klaren Vorgaben in der Nutzungsvereinbarung, ich denke vor allem auch an die vergangenen Fälle in St. Gallen oder auch in Bayern. Gerade im Bereich der Auskragung des Hallendachs ist dies ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Entsprechend ist ein Metalldach eine nachhaltigere, das heißt ökologischere und zudem wirtschaftlichere Lösung und einer herkömmlichen Konstruktion vorzuziehen, wie es ein Schwarzdach, ein Kiesklebedach oder jede andere Dachoberfläche darstellen. Beim Ersatz der Photovoltaik nach etwa 20 bis 25 Jahren muss die Metallkonstruktion in keiner Art und Weise ersetzt werden. Der Stadtrat ist auch überzeugt, dass eine Einheit als Dachoberfläche ansprechender ist und ökologisch, auch ökonomisch betrachtet, Sinn macht. Was hat das für Auswirkungen auf die Kosten? Im Dachbereich der Photovoltaikanlage muss die Dachkonstruktion verstärkt und ein Metalldach realisiert werden. Diese Kosten belaufen sich auf Schweizer Franken zu 165.000. Für die restliche Dachfläche belaufen sich die Mehrkosten für ein Metalldach auf rund 200.000 Franken. Betrachtet man aber die Lebensdauer eines Metalldaches gegenüber einem herkömmlichen Dachaufbau,
so sind die Mehrkosten von heute tiefer als die Entsorgungskosten beim Flachdachersatz nach etwa 25 bis 30 Jahren. Nicht zu vergessen ist der ordentliche Unterhalt der Dachoberfläche, der bei konventionellen Dachoberflächen bedeutend höher ist. Rechnet man diese Kosten auf, so sind diese nach 25 Jahren klar höher als die heutigen Mehrkosten von rund 200.000 Franken. Aufgrund der Anträge aus der Kommissionssitzungen der BPK wie auch der GPK wurde der Kontakt mit der WWZ nochmals aufgenommen, mit dem Ziel, auch für diesen Bereich einen Beitrag zu leisten. Ich darf Ihnen hiermit mitteilen, dass die WWZ dem Stadtrat zugesichert hat, an die Gesamtkosten von 465.000 Franken einen Beitrag von 100.000 Franken zu übernehmen. Dies konnte ich gestern der BPK mitteilen. Was ich der BPK nicht mitteilen konnte, da es dem Stadtrat noch nicht bekannt war und Stadtrat Hans Christen und mir erst gestern Morgen mitgeteilt wurde, ist, dass auch die Anliker AG, die Totalunternehmerin, sich zu der Übernahme eines Beitrages von 100.000 Franken bereit erklärt hat, in der Überzeugung, dass die Dachoberflächenkonstruktion für das Härteprojekt große Vorteile bringt. Ich konnte heute den Stadtrat am Morgen, wie gesagt, orientieren. Bekannt ist nun auch von den Architekten des Scheibenhochhauses, dass auch das Dach des Scheibenhochhauses inklusive der Rückwand als Metalldach ausgeführt wird. Die Wandverkleidung wird an gewissen Teilen perforiert sein, um so eine Lichtdurchlässigkeit zu erreichen. Die bereinigten Planunterlagen der Architekten werden demnächst im Baudepartement eingereicht. Damit, nach all meinen Erklärungen, belaufen sich die Mehrkosten für die Stadt, für die Konstruktionsänderung, für die gesamte Dachfläche auf rund 265.000 Franken. Und aufgrund der obigen Erläuterungen beantragt Ihnen der Stadtrat, dass die Metallkonstruktion auf der gesamten Fläche des Daches umzusetzen. Zu Punkt 2, die Vertragsvereinbarung mit der WWZ Energie AG. Aufgrund der Anträge aus der Kommissionssitzungen der BPK wie auch der GPK wurde bei den Gesprächen mit den WWZ auch die Dauer der zur Verfügungstellung der Anlage geregelt. Das Dach soll der WWZ Energie AG für die Lebensdauer der Anlage unentgeltlich für eine Dauer von 20 Jahren zur Verfügung gestellt werden. Nach Ablauf dieser Dauer werden die Vertragsmodalitäten neu geregelt. Zu Punkt 3. Zu den Anpassungen zur Zertifizierung der Eissportanlage Härti nach Minergie-Standard. Wie in der Vorlage umschrieben, weist unser Projekt schon heute nach energetischen Kriterien, ein sehr gutes Niveau auf, erfüllt heute aber den Minergie-Standard nicht. Mit minimalen Zusatzaufwendungen, wie zum Beispiel bei der Auslegung der Pumpen in die Energieklasse A, Anpassungen der allgemeinen Lüftungsanlagen und weiteren Ergänzungen können die Vorgaben erreicht werden. Für die notwendigen Anpassungen zur Zertifizierung der Eissportanlage Härti nach dem Energiestandard stellt Ihnen der Stadtrat den Antrag, einen Bruttozusatzkredit von Franken 250.000 inklusive Mehrwertsteuer zu bewilligen. Ich danke Ihnen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich werde mich bemühen, den Drang zu finden, weil die Ausgangslage hat sich ein bisschen geändert. Wir haben im GGR der Vorlage für ein neues Eisstadion zugestimmt. In dieser Vorlage im Baubeschrieb war ganz offensichtlich ein Nacktdach vorgesehen. Ein Nacktdach, das ist eine Folie aus Dachpappe oder aus Kunststoff, die ist in den meisten Fällen beschiefert, um sie eben von der Ultraviolettstrahlung abzuschirmen. Das ist eine ganz normale, eine gängige Dachform oder Dachart für solch große Dächer. Diese Dächer müssen dann eben nicht mehr mit Kies oder mit irgendwelchen anderen Materialien
überdeckt werden, dass die Folie eben von den ultravioletten Strahlen gedeckt ist. Das macht, dass die Dächer dann viel leichter sind und entsprechend die ganze Dachkonstruktion viel weniger aufwendig gebaut werden muss. Nun soll auf dem Dach eine Photovoltaik installiert werden und angeblich muss zur Befestigung dieser Panels soll eben dieses Blechdach da gemacht werden. Ich kann das nicht schlussendlich beurteilen. Mir scheint diese Blechdachvariante teuer. Aber wenn sie denn gemacht werden soll, dann bin ich der Auffassung, soll es da gemacht werden, wo eben diese Panels montiert werden müssen. Damit muss eben nicht das ganze Dach verstärkt werden. Die Konstruktion wird nicht unnötig erschwert, sie wird nicht unnötig erteuert und eben auch eine Rentabilität dieser Anlage, und das ist ja eigentlich unser Ziel, wird nicht unnötig verhindert oder verschwert. Interpretiert man die Zeitungsberichte mit den Aussagen der Stadträtin Siedler oder was wir jetzt eben vorhin gehört haben, dann könnte man zum Schluss kommen, dass eben ja, das ganze Nacktdach, das gefällt dem Stadtrat und dem Planungsausschuss nicht mehr und da kommt die Photovoltaikanlage wie gerufen, damit man jetzt eben das Dach verändern kann und man macht das gleich über das ganze Dach und damit werden dann auch die Planänderungen und die Mehrkosten begründet. Wir begrüßen eigentlich diese Idee der Photovoltaikanlage, aber das soll nicht ein Planspiel sein und nicht als schöndenkerische oder ökologische Maßnahme, um sich irgendwie ein grünes Mäntelchen umzusetzen, sondern weil wir befürchten, dass die Stromkosten in den nächsten Jahren noch erheblich stärker steigen werden, als sie bis jetzt getan haben. Und weil wir deshalb der Auffassung sind, dass sich eine solche Anlage eben rechnen könnte. Wenn wir aber dann, damit wir diese Anlage haben, eine Mehrinvestition von 500.000 Franken beschließen, dann können wir die gleich rauchen und dann machen wir die ganze Photovoltaikanlage nicht mehr, machen einfach das Nacktdach und lassen die ganze Photovoltaikanlage sein, bis wir 500.000 eingespart haben. Da werden die nächsten 20 Jahre vorbeigehen. Also ich habe das Gefühl, wir müssen das entweder versuchen, wir das vernünftig zu machen, oder dann lassen wir es sein. Ich persönlich unterstütze den Antrag der GPK, die diese Ausgaben eben reduziert hat. Das war Stand vor heute. Jetzt haben wir festgestellt, dass die Wasserwerke einen Beitrag von 100.000 Franken sprechen, dass eben auch noch die Anlieger einen Beitrag von 100.000 Franken spricht. Also dann sind wir am Schluss bei 300.000 Franken mehr Kosten für uns. Wenn Sie private Bauherren wären, würden Sie das nicht machen. Und es ist einfach schlecht, dass wir solche ökologischen Maßnahmen, die eben auch Gewinn regenerieren sollten, eben dann wieder durch andere Maßnahmen so in Frage stellen, dass wir schlussendlich sagen müssen, wir haben jetzt zwar ein Schulbeispiel, wir können das mit der Sekundarklasse da besichtigen, aber rentieren tut es eben nicht. Gerade eben, weil wir an diese Investition glauben, haben wir in der BPK auch die Zeit reduziert. Wir haben gehört, dass die Wasserwerke auf die 20 Jahre eingehen. Ob das nun 20 oder 25 Jahre sind, scheint mir nicht so relevant. Wichtig ist eben, dass in einer gewissen Zeit, und das ist eine vernünftige Zeit, ungefähr 20 Jahren, da wird die Maschinerie frisch aufgerüstet werden müssen, dass man dann sich darüber eben im Klaren nochmals diskutieren kann, sollen wir jetzt das wieder gratis machen oder sind wir heute so, dass sich das eben rentiert? Und dann macht die Stadt das Geschäft eben vielleicht selber. Im Weiteren unterstützt die BPK großmehrheitlich die zusätzlichen Ausgaben von 250.000 Franken für die Zertifizierung. Ich hatte
im Auftrag der BPK eigentlich zu sagen, dass wir nur unter diesen Panels dieses Blechdach fordern. Ich schlage vor, dass wir die Diskussion mal laufen lassen, aber grundsätzlich bin ich der Auffassung, dass man nicht Investitionen mit zusätzlichen Beschönigungen dermaßen in Frage stellen soll, dass sie am Schluss keinen Gewinn mehr abwerfen. Denn wenn wir das tun, dann wollen wir ja einen Gewinn. Wir machen doch das nicht einfach so. Und die Fotoaltar, die wird in den nächsten 20 Jahren nicht 500.000 Franken abwerfen. Besten Dank. Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, ich spreche in meiner Eigenschaft als Vorsitzender des Steuerungsausschusses dieser Eissportanlage. Die Bauchefin hat vorhin zur Vorlage gesprochen. Ich spreche jetzt noch zu den neuesten Erkenntnissen, die wir seit gestern Morgen, für mich war es gestern Morgen um 8.15 Uhr, neueste Erkenntnisse. Also kurz ein Geschichtsabriss. Im August 2007 hat der Stadtrat eine Sparrunde für dieses Projekt verordnet und da wurde dieses Schwarzdach, also das Metalldach war geplant und man hat bestimmt, dass ein Schwarzdach montiert werden soll. Und das hat eine Ersparnis von 600.000 Franken hat das ergeben. Das steht, glaube ich, auch in der Vorlage. Das war im August 2007. Im August 2008, also ziemlich genau ein Jahr später, hat die Gebäudeversicherung des Kantons Zug der Einwohnergemeinde eine Verfügung zugestellt und unter anderem vorgeschrieben, dass dieses Schwarzdach abgelehnt wird aus feuerpolizeilichen Gründen. Die Bauchefin, wieder ich, wir haben das nicht gewusst, da der ehemalige Projektleiter es unterlassen hat, den Stadtrat und auch den Steuerungsausschuss zu informieren. Das ist eine Tatsache. Ich sage es nochmals, seit gestern Morgen haben wir Kenntnis davon. Wir müssen aufgrund dieser Verfügung so oder so das ganze Dach in Metall bauen. Wir kommen gar nicht darum herum. Die Verfügung, das weiß Martin am besten, diese Verfügung ist, wenn man keine Einsprache macht, ist sie rechtsgültig. Ich habe es auch nicht gewusst, du hast es nicht gewusst, aber ich lege jetzt da sehr, es ist ein Hornberger Schießen, ich weiß das, aber ich kann ja auch nichts dafür. Und wenn wir das gewusst hätten, hätte diese Vorlage, die Sie da haben, hätte ganz anders ausgesehen. Wir hätten Ihnen die uns bekannten Fakten dargelegt, schon vor längerem. Und hätten wir da dieses Schwarzdach, also dieses Metalldach nicht der Sparrunde geopfert, wäre der Einbau dieser Photovoltaikanlage wäre in der Kompetenz des Stadtrates gewesen. Wir haben die Vorlage gemacht, weil wir das transparent machen wollten. Wir hätten ja auch grundsätzlich das über die Reserven oder so abbuchen können, wollten wir nicht. Wir wollten das offen darlegen, wie es war, im Wissen, dass wir das Schwarzdach da im Jahre 2007 bewilligt haben. Ich habe mich gestern so geärgert, wie Sie sich jetzt vielleicht auch ärgern. Es war mir nicht ums Lachen, kann es Ihnen sagen. Also es nützt nichts, einen Teil in Schwarzdach und einen Teil in Metalldach zu machen, weil das ganze Dach dieser Anlage muss im Metalldach erstellt werden. Nein, Holz geht nicht. Nein. Also bitte dies zur Kenntnisnahme. Ich glaube, es erübrigen sich noch längere Diskussionen in diesem Geschäft. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja. Thank you.
Präsidentin, sehr geehrte Stadträte. Ich möchte einen Ordnungsantrag formulieren. Es hat sich doch jetzt in den letzten paar Minuten alles geändert. Also so, wenn ich das richtig sehe, zieht der Stadtrat seine Vorlage zurück und formuliert das neu. Das Problem, das ich habe, ist, das führt vermutlich zu Bauverzögerungen. Oder das wäre meine erste Frage. Also was hat das jetzt für Auswirkungen, nachdem Sie gewünscht haben, dass wir jetzt sofort über dieses Thema heute sprechen? So wie ich es verstehe, gibt es gar keine andere Lösung. Offenbar die Bau- bzw. die Feuerpolizei der Meinung ist, das geplante Dach, das die Stimmbürger am 28. Februar 2008 mit 56% in dieser Stadt angenommen haben, dass diese Vorlage offenbar so jetzt abgeändert werden muss. Und da tritt die ganze Diskussion, die wir eigentlich führen wollten, um ist es richtig, dass wir da Photovoltaik installieren oder nicht, oder etwas daran zahlen oder nicht daran zahlen, die tritt in den Hintergrund. Also ich möchte jetzt vom Stadtrat hören, wie er gedenkt, in dieser Situation was dem Rat vorzuschlagen. Es nützt doch überhaupt nichts, wenn Sie einen Ordnungsantrag machen. Ich kann Ihnen sagen, ohne Photovoltaikanlage müssen wir Ihnen einen Nachtragskredit von 465.000 Franken beantragen und mit der Photovoltaikanlage 265.000 Franken. Weil wenn wir die Photovoltaik nicht machen, zahlt die WWZ die 100.000 nicht und die Anlieger AG bezahlt die 100.000 auch nicht. Ergo macht es dann 465.000. Sie beschließen am gescheitesten die 265.000 Franken. Es ist eine Tatsache. Es ist eine Tatsache. Und ob die Photovoltaik rentiert oder nicht, ist nicht unser Problem, sondern das Problem der WWZ. Das müssen wir doch überhaupt nicht diskutieren. Ist nachher ein Geschäft der WWZ. Auch der Bundesbeitrag, der noch in Aussicht gestellt worden ist von Bern, der in etwa 10 Jahren gesprochen wird, kriegt dann die WWZ. Das ist pro Kilowattstunde, kommt eine Entschädigung. Also das geht uns ja gar nichts mehr an. Wir geben der WWZ das Dach, ohne Photovoltaik 465.000 und ohne 265.000. Das ist Fakt. Danke. Also ich habe gehört, jemand wolle einen Rückweisungsantrag stellen, aber konkret ist nicht. Ist ein Rückweisungsantrag gefallen? Er sagt, ich empfehle Ihnen oder ich würde Ihnen sehr empfehlen, den Betrag von 265.000 anzunehmen, sonst wird es nur teuer. Ich stelle mich auf den Standpunkt, ich bin Hausbesitzer, ich habe mit einem Architekt und einem Geo einen Auftrag vergeben, ich habe diesem Geo 5,1 Millionen für mein Haus vergeben und jetzt kommt er und sagt, ja, die Baupolizei hat sich gemeldet, sie können das Dach so nicht machen. Per Zufall habe ich jetzt ein Angebot von der Orange, die möchte auf meinem Dach eine Antenne pflanzen und versprechen mir ein bisschen Geld. Und jetzt ist meine Frage, was soll ich machen? Möchte ich gerne eine Antenne auf meinem Dach, die zwar jetzt eine andere Funktion hat als die Photovoltaikanlage, aber im Prinzip ist es dasselbe. Jemand anderer, ein Bäcker, hat den Nutzen davon. Und ich habe ein finanzielles Problem, weil mein Bauunternehmen, mit dem habe ich jetzt einen Disput, über was ich eigentlich für ein Dach haben will. Und ich finde es ein bisschen unklug, wenn man das Ganze miteinander vermischt. Am Schluss haben wir 265.000, die wir gar nicht zahlen wollten, die das Volk nicht bewilligt hat, haben wir ausgegeben. Zweitens kann man sich streiten über Photovoltaik. Ich persönlich bin eher der Meinung, dass das Wasserwerk uns etwas geben sollte, und zwar mehr als 100.000, wenn Sie da oben 20 Jahre lang etwas haben dürfen, rechnen Sie mal aus. 100.000 geteilt in 20 Jahre, das ist pro Jahr 5.000 Franken, geteilt in 12, das gibt lächerliche 400 Franken pro Monat, wo die da oben ihre Anlage stationiert hat. Also da wäre ich als Hausbesitzer nicht verdient. Das ist ja gar nicht das Problem.
Herr Brunner, mit der Verfügung der Gebäudeversicherung bewegen wir uns jetzt in einer gebundenen Ausgabe. Da interessiert mich doch die Antenne der Orange überhaupt nicht, weil Sie sind ein Privatmann. Wir haben jetzt eine gebundene Ausgabe und das wissen wir seit gestern Morgen. Es nützt doch jetzt nichts, ein Theater zu machen und erpressen. Wollen wir Sie überhaupt nicht. Wir haben jetzt offengelegt, wie die Situation ist und ich kann sie nicht ändern. Hat doch überhaupt nicht mit Erpressen zu tun. So ein Blödsinn. Sie haben ja verschiedene Redner und der GBK-Präsident ist noch nicht zu Wort gekommen. Zuerst kommt er, dann Patrick Steinweg, Urspert, Martin Schindler. Verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der Stadtrat hat ja vermutlich deshalb gewünscht, dass das Geschäft vorgezogen wird auf der Traktantenliste, damit es heute verabschiedet werden kann. Denn die Arbeiten auf der Baustelle gehen flott voran und die verschiedenen Stahlgestelle müssen morgen bestellt werden, wenn irgend möglich, im günstigeren Fall. Die ganze Debatte hat natürlich eines vor Augen geführt, alternative Energien, auch solartechnisch erzeugte, sind noch nicht kostengünstig und werden auf einige Zeit hinaus noch nicht zum günstigen Strom gehören. Deshalb brauchen sie staatliche Förderungsmaßnahmen, deshalb braucht die Wasserwerke Zug einige Jahre auf die Vergütung des Bundes zu warten, weil zu viele Anmeldungen dafür vorhanden sind, etc. etc. Aber die Stadt Zug genießt den Ruf einer Energiestadt und das ist ein Ruf, der verpflichtet. In diesem Sinne muss die Chance wahrgenommen werden und wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe, dann ändert sich am Antrag ursprünglich nur etwas, dass nämlich ein Brutto-Zusatzkredit von 465.000 abzüglich Zuwendungen Dritter von 200.000, Klammer geschlossen, bewilligt werden. Der Rest kann unverändert bleiben und dann sind wir heute durch. Habe ich das richtig gesehen, Herr Stadtrat, Frau Stadträtin? Na, dann haben wir es ja. Korrekt. Wenn Sie reinkommen in die Fraktion sprechen, wollen wir das einhalten oder? Also welche Fraktion möchten Sie zuerst? Urspert. Ich komme nicht als Fraktion sprechen. Ich werde jetzt eine Sache, die jetzt neu auf den Tisch geht für mich einiges nicht auf. Geschätzte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Präsidentin, wir haben jetzt soeben viel Neues erfahren. Das sind genau die Momente, wo ich ehrlich sagen muss, ist mir in diesem Rat nicht mehr wohl. Diese Art der Information, meine Damen und Herren, das ist wirklich auf gut Deutsch gesagt nicht erträglich. Wir hatten gestern eine BPK-Sitzung. Anlässlich dieser BPK-Sitzung wurde dieses Traktandum notabene noch einmal ausführlich thematisiert. Gestern konnten wir immerhin erfahren, dass 100.000 Franken im Raume stünden. Von der ganzen Geschichte bezüglich Feuerwehr, die heute für mich, ich sage es wirklich, verdammt unglaubwürdig tönt, diese Verfügung, die müsste man mir dann mal vorlegen. Ich bin echt überrascht, dass ein Stadtrat, der hier eben auch Projektleiten mitwirkt, die Sache nicht rechtzeitig informieren kann. Wir hatten gestern Sitzung, diese wirklich bahnbrechende Neuigkeit wird heute so en passant hier aufgetischt. Dann wurde zudem ausgeführt von Herrn Christen, im August 2007 hätte man eine Sparrunde durchführen müssen. Heißt denn das heute,
dass dieses Projekt bereits im August 2007 ziemlich aus dem Ruder gelaufen war, sodass man das ursprünglich geplante Blechdach durch eine Billigkonstruktion ersetzen musste, kam heute so, kann man im Protokoll dann nachlesen. Und jetzt kommt die Feuerwehr und sagt, nein, meine Herren, so geht's nicht, jetzt kommt wieder das Blechdach. Ursprünglich gingen wir davon aus, dass uns die WWZ dieses Blechdach mit der gloriosen Idee dieser Photovoltaikanlage verschaffen würde. Heute hören wir, es war ursprünglich schon immer ein Blechdach geplant, mit einer Lebensdauer von 70 Jahren, habe ich heute gehört. Ich weiß nicht, ob die Eishalle so lange machen wird. Wir werden sehen. Aber irgendetwas geht für mich da nicht auf. Und jetzt kommt noch die Feuerwehr und der entlassene Projektleiter wird hier noch aufgetischt, der die Informationen unterschlagen hat. Tönt alles wirklich für mich etwas verworren. In der Sache, und ich spreche hier wirklich nicht als Fraktionssprecher, sondern jetzt als ziemlich entnervter Gemeinderat, in der Sache wird sich Karin Hegi dann äußern. Ich bin aber der Meinung, dass wir gut daran täten, hier jetzt zuerst mal Klarheit zu schaffen. Die Sache, die geht nicht auf, Herr Christen, was Sie vorhin gesagt haben. Ich habe gestern im Übrigen auch noch erfahren, eben, dass diese Rückfront des Scheibenhauses jetzt auch beblecht wird. An der vorletzten BPK-Sitzung hatte ich den Stadtbaumeister Kreml gefragt, was mit dieser Rückfront passiert, konnte mir keine Auskunft geben, beziehungsweise sagte, das sei alles noch offen. Ja, meine Damen und Herren, da passieren irgendwie Schnellschüsse. Und man könnte sich ja auch fragen, wenn, also hätte man hier bewusst eine mindere Konstruktion in Kauf genommen, um ein bereits finanziell aus dem Ruder laufendes Projekt wieder auf Kurs zu bringen, hätte man hier eben, also funktioniert da die Projektorganisation, funktioniert hier die Projektüberwachung, haben wir die Kosten à la longue im Griff? Es ist immerhin, und das wissen wir alle, eine ziemlich große Kiste für unsere Stadt. Aber von dieser Sparrunde, da hören wir immerhin heute das erste Mal dessen. Ja, Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, jetzt stelle ich eben doch einen Rückweisungsantrag. Und zwar mit dem Ziel, dass sich der Stadtrat vielleicht auch mal hier dazu äußert auf die Frage von Philipp Brunner, was das nämlich für Konsequenzen hätte bezüglich Bauverzögerung und so weiter. Die ganze Sache ist, wie Vorredner Bertschi das gesagt hat, wirklich nicht ganz koscher. Dieses Metalldach, das zuerst mit Photovoltaik, nachher mit Ästhetik, dann noch mit Ökonomie und das ist ja der Gipfel, mit Ökologie begründet wird. Ökologisch ist ein Metalldach nie und nimmer. In anderen Städten hätten sie da die Umweltpolizei am Hals, was das wieder für Gewässerverschmutzung gibt. Also, das will mir nicht einleuchten. Ich wäre froh um eine saubere Vorlage, wo dieses Dokument der Feuerpolizei und diese im Bericht erwähnten 6 Anlagevarianten der Photovoltaik, die da 5 davon sind schlechter als was jetzt vorgesehen ist an diesem eher zweitklassigen Standort für Photovoltaik, wenn das mindestens in der BPK vorliegen würde, dass man das wirklich anschauen kann und eine ehrliche Begründung dazu. Ich stelle einen Rückweisungsantrag. Also geschätzte Damen und Herren, gestern Morgen um 9:45 wurde mir das informiert von einem Projektleiter der Immobilienabteilung und der Brief der Gebäudeversicherung sagt da zum ersten Mal. Wir haben da beraten und festgestellt, durchaus den Beitrag der Anliegen, dass die 265.000 Franken, die gefordert wurden, die wir übernehmen müssen, und die 200.000 Franken Selbstfinanzierung jetzt eigentlich gesichert wären. Wir haben da beschlossen, Stadtrat Christen und ich,
Ich vertrete die Vorlage, wie sie ist, weil glauben Sie mir, ich wäre nie und nimmer mit so etwas in den Gemeinderat gekommen. Ich hätte Ihnen von Anfang an Klartext die Vorlage unterbreitet, gesagt, was der Fall war. In der GPK habe ich das ja erwähnt, dass mir das auch nicht passt, dass wir jetzt einen Zusatzkredit bringen müssen wegen dem Blechdach und gesagt, das haben wir einmal rausgestrichen und ich hätte auch mitgeteilt im Förderungsausschuss, dass ich überhaupt nicht bereit sei, herausgestrichene Sachen auf diesem Weg wieder ins Konzept reinzuschmuggeln, habe ich das so genannt. Fakt ist, dass wir seit gestern das wissen, Hans Christen und ich. Fakt ist, dass wir auch, wir haben das vorhin beraten, der Stadtrat und ich, dass der Stadtrat jetzt aber auch eigentlich die Sitzung hätte beenden lassen können, weil wir haben ja von der Gebäudesicherung den Auftrag, dass sie das machen müssen. Und wir hätten dann, wenn wir gekommen hätten, Ihnen gesagt, diese Vorlage haben wir gar nicht beraten, weil das sind neue Fakten, was hätten Sie da geantwortet? Glauben Sie mir, es ist so neu, dass wir das machen müssen. Wir haben 20.000 Franken, die mitfinanzieren jetzt dieses Blechdach, wenn die Photovoltaikanlage kommt. Herr Christen hat es gesagt, Sie haben sie in der Hand. Es macht mir auch keinen Spaß. Und ich meine, wir haben so viel über diese Vorlage debattiert und diskutiert. Und natürlich aus einem Bus hätte man ein Dach machen können, auch mit einem Schotter, wie sagst du denn genau? Ein Kieschotter. Hätte man auch aus einem Bus mit dem Scheibenhochhaus Rückwand machen können. Aber Anfang April haben die Architekten und die CS aufgrund, nehme ich an, der Debatte mit dem Metalldach im Gemeinderat, respektive mit der Vorlage, die wir Ihnen unterbreitet haben, auf Ihre Rückseite und Ihr Dach nochmal überarbeitet. Heute Morgen war Sitzung bei Scheidlin und Siefrig in Luzern, jeden Dienstag mit den Architekten und unserem Projektleiter, und da wurde ihm mitgeteilt, definitiv, wird also per Telefon heute Morgen noch schriftlich, wir reichen es ein, das sind unsere Planänderungen, die wir einreichen. Schneller ging es nicht und wir haben das gestern so besprochen und ich war der Meinung, wenn ich Ihnen das gestern Abend erzählt hätte, hätten Sie mir das wahrscheinlich auch nicht geglaubt, weil es tönt unglaublich, gebe ich Ihnen recht, aber das sind die Fakten. Und wir wollten, dass Sie das heute bewilligen. Wir haben gehofft, dass wir eigentlich nicht so ausrufen müssen, weil wir Ihrem Wunsch nachgekommen sind mit den 2.000 Franken, die fremdfinanziert werden. Wir haben dann entschieden, nein, sobald ein kritisches Votum kommt, werden wir uns äußern, dass wir es sowieso machen müssen. Und wie Hans Christen gesagt hat, Sie entscheiden jetzt, ob die schlussendlich bezahlen. Geschätzte Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, ich habe eine Frage an den Stadtrat. Und zwar geht es mir um die Planer dieses Gebäudes. Wenn ich ein Haus plane oder der Architekt ein Haus plant, dann kommt ja auch die feuerpolizeiliche Aspekt und das wird ja dann vorher abgeklärt. Diese Planung läuft ja schon seit 2 oder 3 Jahren. Da frage ich mich dann, dass jetzt plötzlich heißt, Feuerpolizei geht nicht mehr. Da habe ich Mühe mit dem. Irgendetwas stimmt nicht mehr da im Stadtdachzug. Also ich möchte nochmals, es stimmt wirklich einiges ein bisschen schräg, oder? Zum Beispiel ist es absolut nicht einsehbar, wieso Anlicker 100.000 Franken zahlen soll wegen einer Photovoltaik, die Wasserwerk macht. Anlicker würde jetzt meinem Empfinden nach die 100.000 Franken bezahlen, weil sie eben ein schlechtes Gewissen haben, weil sie eine Sparrunde gemacht haben, die nicht funktioniert. Und meine Frage wäre eigentlich jetzt, ich möchte auf das Gleiche einschwenken, was vorher Patrick Scheindl gesagt hat. Wenn wir euch die 2-3 Wochen bis zur nächsten Sitzung geben und das bitte kurz aufzuarbeiten, haben wir dann ein Problem, dass wir das nicht mehr machen können. Wenn das nämlich nicht so ist,
Meine Damen und Herren, ihr wart alle mal im Gemeinderat. Stellt euch mal in unsere Situation. Ihr kommt heute Abend mit ein paar Sätzen und sagt, selbst wenn wir euch noch glauben, wie stehen wir denn da? Wie stehen wir an unserer nächsten Parteiversammlung, wie die Glons im Umzug und sagen, du, der ist gekommen und hat gesagt, es gibt noch 100.000 Franken von dem, noch 100.000 Franken von dem. Und da war ein Mitarbeiter, der ist inzwischen nicht mehr bei uns, der hat eben das mit der... An einer Sparrunde hat er 600.000 Franken eingespart. Wir waren aber leider nicht informiert. Hey, ihr wart mal da unten, ihr habt mal da unten gesessen. Wie hättet ihr da eurem Stadtrat, was hättet ihr da gesagt? Also ich beantrage, wenn da nicht Nied und Nagel reißen, dass ihr uns das nochmals aufschreibt und dass wir uns an den nächsten Sitzen nochmals miteinander bearbeiten. Solche Vorlagen, die sind einfach nicht beratbar. Machen wir uns. Sind wir? Ja. Ja, meine Damen und Herren, die Ausgangslage war anders. Ich habe mir das auch nicht gewünscht. Das können wir das. Ja, also, wir können Ihnen einen Zwischenbericht machen über diese Vorkommnisse, aber es ändert nichts daran, dass wir das Metalldach machen müssen. Wir machen Ihnen einen Zwischenbericht. Aber die Arbeiten müssen vorwärts gehen. Das können wir nicht aufhalten. Wir haben einen Generalunternehmer. Der grundsätzlich arbeitet der Generalunternehmer weiter, oder? Der hat Verträge auch. Es liegt nicht in unserer Kompetenz. Auch was Martin sagt, klar bin ich auch einmal da unten gesessen. Aber wenn ich etwas nicht weiß, kann ich Sie nicht darüber informieren. Das müssen Sie mir glauben. Wir hätten jetzt das unterschlagen können, diese Information. Hätte ja auch nicht. Also das ist nicht meine Art. Ich habe jetzt da offen informiert. Ich habe es um 7:45 vernommen und Sie um 9:45. Also bitte. Und was mir Herr Bertschi da alles unterschlägt, das muss ich zurückweisen. Muss ich zurückweisen, Ihre Aussagen. Wenn Sie morgen erst etwas erfahren, was Sie heute noch nicht wissen, können Sie auch nichts dafür. Ja, es ist doch so. Die Frage lautet, wenn wir das Geschäft verschieben, hat das keinen finanziellen Schaden für die Stadt. Ist das richtig? Das sind die Zusagen 200.000 Franken in 3 Wochen noch da? Nein. Ja gut, es hat keine Zusatzkosten. Weil das Frauenrat von GmbH-Präsidenten gehört, es müsste morgen bestätigt werden. Es spielt schon noch eine Rolle, ob wir das jetzt haben. Laufen lassen können oder ob das nicht ist. Das nützt Ihnen nichts. Aber das möchte ich wissen, darüber reden wir jetzt. Das nützt Ihnen nichts. Ich habe gesagt, es ist die Verfügung. Die Räumungssicherung entspricht jetzt einer unserer Aussagen. Nein, ich kann die Aussage nicht stellen. Persönlich, ich denke, es wird vielen gleich, würden wir einer Rückweisung grundsätzlich zustimmen, außer wir müssen feststellen, dass es mit finanziellen Schaden für die Stadt verbunden ist. Weil dann ist es für mich auch klar, dann wird die Schluss der Beratung und Abstimmung sich so weit aus. Nur Zeitverlust. Kein Finanzierungsverlust, es ist einfach kein Zeitverlust. Aber meine Frage kann sich jetzt auch noch schnell beantworten. Ich habe gesagt, es ist kein finanzieller Verlust, es ist ein Zeitverlust. Okay, gut, das habe ich gesagt, es ist kein Zeitverlust. Also ich stimme mit der Rückweisung ab. Ich stimme sehr. Wenn der Antrag von Patrick Steinbeck auf die Rückweisung unterstützt, dann nehme ich jetzt die Hand.
Ziel, sondern sich